Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Speedbuild, denn Liz Simsy hat schon wieder eine Shell-Challenge rausgebracht. Und da wollte ich natürlich wieder teilnehmen. Ich weiß nicht mal, ob ich mittlerweile sogar schon zu spät bin, um es in Anführungszeichen einzureichen. Ich habe es halt schon vorher gepostet, komme aber jetzt erst dazu, dass hier auch hier als Speedbuild hochzuladen. Sie hat das ist jetzt schon das dritte Mal, glaube ich. Genau. Und das ist auch das dritte Mal, dass ich teilnehme. Und ich habe mich diesmal dafür entschieden, einfach ein relativ gewöhnliches Haus zu bauen. Für Families halt. Das Ding ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also vom Interior bin ich eigentlich sogar relativ zufrieden, auch wenn es sehr, sehr schwer war. Ich finde, das ist bisher die schwerste Shell, die sie rausgebracht hat. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der es da so geht. jedenfalls, ja. Also ich hatte schon Problemchen, vor allem, weil ich mich dafür entschieden habe, in dem Stil hier zu bauen aus Oasis Springs, weil ich habe bisher noch nicht sowas gebaut, sondern nur halt, ja, keine Ahnung, andere Sachen, die man halt woanders sieht. Weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte ein bisschen Angst davor, das zu bauen, ehrlich gesagt. Weil ich halt, mir liegt das andere halt einfach besser. Also, und hier, das habe ich halt noch nie getan, deswegen war ich so. Aber dafür, dass es quasi mein erstes Mal in diesem Stil ist, bin ich schon ganz zufrieden. Zumal es ja eben eine sehr, sehr schwere Shell war. Wenn ich selbst eine Shell quasi mir ausgesucht hätte, ich glaube, dann wäre es noch ein bisschen besser geworden. Aber das war jetzt in dem Fall nicht der Fall und das ist absolut fein, weil, also wie gesagt, ich bin relativ zufrieden dafür, dass es halt, eben doch ein paar schwerere Konditionen waren. Vor allem auch die Wände in dem Haus haben mich ein bisschen zur Weißglut gebracht, weil ich nicht genau wusste, was ich mit denen anstellen soll. Und und vor allem hatte ich wieder Probleme mit dem Landscaping. Denn das habe ich auch insgesamt noch nicht so krass drauf. Und irgendwie für, für die Wüste ist halt nicht so viel da, was halt dann gut aussieht. Deswegen war ich so, was soll ich tun? Aber ja, wir haben es ja letztendlich dann doch irgendwie hinbekommen. Deswegen, beziehungsweise ich, wir haben das nicht gemacht. Ich habe das ganz alleine gebaut. Ich glaube, ich habe 2-3 Stunden dann gesessen, circa. Und ja, ne. Mich würde es interessieren, ob noch jemand daran teilgenommen hat, weil ja, ich finde es immer spannend zu sehen, was auch andere daraus gemacht haben. Also ich gucke mir auch gerne dann halt den Hashtag und sowas durch, weil ich denke immer so, wow, alle sind talentierter als ich. Ich weiß gar nicht, wieso ich teilnehme. Aber naja, letztendlich, ich habe Spaß am Bauen. Und ich habe das auch wieder in meinen Save-File platziert. Also ich denke nicht, dass der jemals fertig werden wird. Weil ich irgendwie einfach zu wenig Zeit dafür habe. Deswegen, ja, müsste man halt mal gucken, ne? Aber ich gebe mir Mühe, dass ich halt so weit komme, wie es nur geht. Und immer, wenn ich irgendwas baue, kommt es einfach dahin. Und dann sieht man ja, ob es letztendlich halt noch was wird oder halt nicht. Jedenfalls, ja. Ich bin noch dabei. Also vielleicht schaffe ich es ja doch, dass es irgendwann mal fertig ist. Aber das Ding ist, Bauen dauert halt auch seine Zeit und ich habe halt einfach nicht die krasseste Zeit zum Bauen. Deswegen, müssen wir damit halt jetzt irgendwie klarkommen. Hier habe ich schon mal angefangen mit dem mit hinten. Was ich persönlich total schwer fand, weil ich wollte das so ein bisschen einzäunen mit dem, aber irgendwie da das jetzt nicht so. Also ich bin mit dem Back und so bin ich jetzt nicht so zufrieden. Ich weiß nicht, weil irgendwie es ist doch nicht genau das geworden, was ich wollte. Entschuldigung. Aber ich habe auch ein paar Sachen benutzt aus dem neuen Pack, weil ich die sehr, sehr schön fand. Wie zum Beispiel jetzt hier die Couches. Ist Couches überhaupt die Mehrzahl von Couch? Ich habe keine Ahnung. Und ich hatte mein übliches Problem mit, welchen Teppich benutze ich? Weil irgendwie benutze ich immer nur dieselben Teppiche. Ja.
Aber ja, das ist schon okay, denke ich. Weil ich nehme halt auch eigentlich fast immer denselben Stil von den Farben her. Also ich wage wenig irgendwie Farben zu benutzen tatsächlich. Weil ich mir immer denke, oh, dann matcht das nicht und dann ist das doof und keine Ahnung. Und also ich denke, wenn man baut, kennt man den Struggle. Zumindest wenn man halt richtig baut. Und da muss ich, also bei dem Tisch, den ich da hingestellt habe, den muss ich gleich nochmal verschieben. Also beziehungsweise im Speedbuild mache ich das noch, weil mir erst nicht aufgefallen ist, dass ich es an die falsche Stelle wieder gestellt habe. Profi, sage ich dazu nur, ne? Aber ey, ich baue jetzt auch nicht so oft, dass mir jetzt alles immer direkt auffällt und ich bin noch absolut gar kein Profi im Bauen so. Also ich bin ganz zufrieden mit meinen Einrichtungen, weil da komme ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut klar. Also zumindest finde ich, dass es meistens ganz schön aussieht, aber mit dem Rest ist halt immer so eine Sache, ne? Vor allem mit Fenstern habe ich Probleme, mit dem Grundriss an sich. Und also wie gesagt, Einrichtung ist supidupi, aber ich habe Probleme mit dem Grundriss. Wieso klingelt es? Das ist nicht okay. Ich nehme hier mein Video auf. Niemand funkt mir hier dazwischen. Das sehe ich nicht ein. Ich weiß noch nicht mal, ob man das überhaupt gehört hat, aber ich bin verwirrt, okay? Es bringt mich aus dem Konzept. Mein Hund bellt. Ich glaube, das hört man zumindest. Wow, wow. Mein Hund ist genau das, was mich hier am Leben hält. Lol. Ich weiß nicht, was ich hier erzähle, okay? Es tut mir leid. Ich komme gerade von der Schule quasi. Hatte was gegessen. Und deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen durch den Wind. Das sind Dinge, die passieren. Die akzeptieren wir. Aber ja, wir können daran nichts ändern, I guess. Aber ja. Auf jeden Fall. Die Küche habe ich halt auf dieses schräge Dings gemacht, was ja eigentlich doof ist, weil die Counter dann ja nicht so richtig miteinander funktionieren da. Aber ich wollte sie haben, weil die Küche an sich sollte halt schön groß werden. Und weil technisch gesehen sind die Schrägen ja größer, aber auch irgendwie nicht so direkt. Aber auf jeden Fall, deswegen sieht es nicht so schön aus, wie es hätte aussehen können. Wenn es halt einfach dieselben Größen hätte, hat es aber nicht. Und damit müssen wir jetzt einfach leben, dass es jetzt halt so aussieht. Ich finde es trotzdem absolut okay. Und also das Haus ist auch gemacht für, ich habe auch eine Familie erstellt dafür. Die werdet ihr später auch nochmal quasi kurz sehen. Weil ich hatte die dann erstellt und dann war ich so, oh, warte mal, ich bin ja noch gar nicht fertig gewesen. Und dann war ich so, oh, warte mal. Weil ich habe die erstellt, damit ich Screenshots machen kann. Und dann war ich so, ups, ich war noch gar nicht fertig mit dem Leben hier. Und dann, ja, Dinge passieren. Aber, ist schon okay, denke ich. Auf jeden Fall ist es gemacht für ein Elternpaar mit einer Tochter oder mit dem Kind allgemein, weil ich will jetzt hier kein schlechter Dings, aber ich habe halt eine Tochter erstellt. Also halt eine Tochter im Kindesalter. Und genau. Bella, was machst du hier? Du verwirrst mich. Montag kam übrigens wieder an die Uni. Und das hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, deswegen dachte ich, vielleicht mache ich hier nochmal kurz Werbung dafür, denn ich kann mir vorstellen, dass an die Uni vielleicht nicht so interessant ist an sich, aber wenn man mich sympathisch findet, dann kann man sich das angucken, weil ich bin da eigentlich genauso wie hier, nur halt noch ein bisschen verpeilter, weil ich nebenbei halt spiele. Aber verpeilt sein ist doch eigentlich auch ganz lustig. Und Und Samstag kommt natürlich wie immer die Baby-Challenge. Ja, Samstag ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass Samstag immer die Baby-Challenge kommt. Aber ich liebe diese Challenge einfach so sehr. Ich schwöre es euch, dieses Projekt ist einfach wirklich das größte Herzensprojekt meines Lebens. Und, also das Gefühl zumindest. Deswegen, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich liebe das so sehr. Da könnt ihr auf jeden Fall auch reinschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn also an sich müssten es eigentlich die meisten schon gesehen haben, zumindest die, die regelmäßig hier sind. Denn das ist ja, also die Videos sind tatsächlich auch die, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen.
So, insgesamt gesehen, durchschnittlich. Und das finde ich sehr, sehr toll. Denn, ja, ich decke da natürlich auch noch mehr Arbeit rein, als jetzt, wenn ich quasi in Anführungszeichen nur ein Voice-Over mache. Und ja, deswegen bedeutet mir es auch einfach viel mehr, dass Leute sich das halt angucken, wo ich halt auch mehr Arbeit reinstecke. Deswegen, ja, Dankeschön auf jeden Fall. ja. Aber ich wollte es ja auch unbedingt haben, dass ich das so viel schneide, damit halt auch wirklich immer Progress da ist in jeder Folge und so. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Deswegen, ja, ich finde es supidupi. Ich weiß nicht, seit wann ich wieder supidupi sage, aber irgendwie hat sich das bei mir wieder so in meinen Kopf, dass ich das sagen muss. Deswegen akzeptiere ich es einfach, dass es so da ist. Ich war da so verwirrt, dass plötzlich dieser Boden weg war. Ich war so, okay, girl, no. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte doch nur das da so haben, ey. Aber ja, weil ich wollte ja, dass dann da bei der Treppe, dass das da einfach frei ist, weil das sonst irgendwie doof aussieht, finde ich. Deswegen war ich so, und dann, ja. Also, dass dann halt einfach der Boden draußen da weggeht, das hat mich sehr verwirrt. Also ich verstehe Sims manchmal auch einfach nicht. Beziehungsweise ich verstehe es eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Können wir darüber mal kurz reden, dass ich Sims nicht verstehe und es mittlerweile seit bestimmt 15 Jahren spiele oder so? 15? Kommt das überhaupt hin? Moment mal. Nicht 15. Das kann gar nicht sein. Da war ich noch ein bisschen sehr jung. Aber gefühlt auf jeden Fall. Aber es sind bestimmt... Warte, ich habe mit 5 oder so angefangen circa. Dann sind das jetzt bald 12 Jahre wahrscheinlich. Ja, das ist... kann man machen. Ich liebe die Sims immer noch. Und ja, ich... Es wurde jetzt ja schon irgendwie über Sims 5 geredet und so, dass das jetzt so langsam, ne, dass da jetzt so die ersten Infos kommen, was man halt damit machen könnte und so. Und ich denke mir so, die haben das ja mit diesem Online-Modus geleakt und ich so, Bruder, bitte nicht. Also einerseits könnte es ganz cool werden, es kommt drauf an, wie sie es umsetzen. Weil es wurde, glaube ich, nicht gesagt, wie sie es umsetzen würden ungefähr, sondern nur, ja, also es könnte hier einen Multiplayer geben. Und ich so, no, bitte nicht. Ich möchte meine eigene Stadt haben. Sehr, sehr sicher. Hallo? Also, wo ich meine eigenen Sachen, meinen eigenen Spielstand, wo ich meine eigenen Sachen baue, meine eigenen Sims erstelle, meine eigenen Story spiele, ohne dass irgendwie jemand dazwischen funkt. Also, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen, dass man zusammenspielt, weil was soll man gemeinsam tun? So, ganz ehrlich. Also, ich verstehe es nicht. Also, ich denke mir so, ich spiele ja die Sims, damit ich extra keinen Kontakt zu Menschen habe. Hallo? Kennt man doch. Aber hier kann ich einfach jeden töten. Lol. Ich lebe nicht. Also kann ich schon. Aber es wäre, glaube ich, unvorteilhaft, sage ich mal. Worüber reden wir schon wieder? Das ist so schrecklich manchmal. Oh Mann. Ich weine gleich. Aber wir sind ja auch schon kurz am Ende. Hier kommen noch, meine coolen Fotos und so hier, Fotos, Screenshots von wie das Ganze hier denn jetzt wirklich aussieht. Denn im Speedbuild an sich sieht man ja nicht unbedingt immer das, was man hier will. Genau, und ja, hier ist es. Ich bin mit dem Eingangsbereich tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Ich finde es sehr gemütlich und schön und trotzdem relativ offen, zumindest halt der Flur. Ja, und ich glaube, es ist sogar gar nicht mal so teuer. Das habe ich jetzt aber leider nicht im Kopf. Ich habe es natürlich in meiner Galerie hochgeladen. Ich heiße auf Origin Mooligirly, meine ich. Ich habe es auf jeden Fall in meiner Videobeschreibung stehen, damit ihr auch wisst, wie das geschrieben wird, weil, ne, und so. Auf jeden Fall, wenn ihr mir da folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr das runterladen wollt, könnt ihr das genauso gerne tun. Und, ja, macht, was euch hier gefällt. Eigentlich möchte ich es gerade gar nichts, glaube ich. Aber auf jeden Fall bin ich, es wäre schön, wenn euch das gefällt, wenn ihr das halt quasi dann runterladen könntet und so. Weil, sieht natürlich nett aus, wenn eine höhere Zahl steht von Downloads. Okay, ich bin komisch. Ich hoffe, dass niemand bis zum Ende dran geblieben ist. Und wenn doch, dann, danke für deine Watchtime. Auch wenn ich bekloppt bin. I love you, dude. Dudette, was auch immer. Ich rede Müll.
Das ist immer so das Problem am Ende von diesen Videos. Voice-Over sind nicht okay manchmal. Also wirklich nicht. Es schädigt mich. Es schädigt mich. Hilfe. Aber ich würde jetzt auch wirklich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.